Hallo Benjamin. Hallo Martin. Wir sprechen über die Softwerkskammer. Ganz genau. Was sind das? Das ist eine Sammlung von jeder Menge User Groups über ganz Deutschland verteilt, die sich mit dem Thema Software Craftsmanship beschäftigen. So ähnlich wie die Handwerkskammer? Hat gar nichts mit der Handwerkskammer zu tun. Mhm. Wir fanden einfach nur den Namen sehr, sehr passend, weil wir eben sozusagen Software Craftsmanship dafür steht, dass die Erstellung von Software ein Handwerk, eine Kunst ist, anstatt ein Ingenieursfach sozusagen. Und da passt es ganz gut, dann sozusagen von Softwerkskammer zu sprechen. Das ist jetzt keine Unternehmung, sondern eine Art Verein, ja? Ja. Community, wie würdest du sagen? Ich würde es wirklich eher Community bezeichnen. Also wir sind auch gar kein Verein oder gar nichts Formales, sondern wir sind einfach wirklich eine Sammlung an ganz leidenschaftlichen Entwicklern, die das Thema Softwareentwicklung umtreibt sozusagen, die sich ständig weiterentwickeln, ständig verbessern wollen, die nicht irgendwie stehen bleiben wollen, sondern immer besser werden wollen. Ihr wollt, wenn ich das richtig verstanden habe, richtig gute Software machen, die also für Kunden auch was bringt und nicht nur dem, der sie erstellt, ein bisschen Kohle. Ganz genau. Und überlegt euch, wie man diese Kunst, dieses Handwerk der Softwareentwicklung am besten anwenden kann. Das richtet sich also an Softwareentwickler hauptsächlich. Genau, hauptsächlich an Softwareentwickler. Wir haben da im Gegensatz zu vielen anderen User Groups keinen speziellen technologischen Fokus. Bei uns sind alle Leute vertreten, sei es jetzt Ruby, PHP, Python, Java, C#, also wirklich alle Leute, die sind irgendwie bei uns. Und wir streifen nahezu alle Themen immer mal wieder. Also wir machen ganz viel praktisch, machen Codecutters, veranstalten Code-Retreats. Hatten wir jetzt letztes Jahr 12 Stück hier nur allein in der Rhein-Main-Gegend, deutschlandweit waren es unheimlich viele. Wir reden auch manchmal einfach nur darüber, gerade das Thema, wie gehe ich mit meinen Kollegen um zum Beispiel, was sind so die nötigen Soft Skills. Wenn ich jetzt irgendwie ein Scrum-Team habe und ich bin irgendwie Product Owner oder Scrum Master und habe da 5 oder 6 Entwickler sitzen, dann kann ich auch vorbeikommen und lerne vielleicht auch was? Ja, klar. Kommt natürlich immer so auf die persönlichen Interessen an. Also wenn ich an Code kein Interesse habe und Softwareentwickler auch so doof, dann kommt man eher nicht vorbei. Genau. Okay. Und wie werde ich jetzt, das finde ich jetzt interessant, was mache ich denn jetzt? Am einfachsten ist natürlich auf die softwerkskammer.de zu gehen, unsere Website sozusagen, auf der alle Softwerkskammern in Deutschland vertreten sind. Diesen allgemeinen Teil kann man da auch nochmal nachlesen. Genau, für was stehen wir eigentlich generell als Gemeinschaft? Dann gibt es da eben oben in der Spalte den Link in deiner Nähe. Da kann ich dann sozusagen nachschauen, welche Gruppen gibt es denn überhaupt über Deutschland verteilt? Gibt es eine in meiner Nähe? Und wo gibt es jetzt überall? Das steht jetzt auch hier auf der Website drauf. Genau, das steht auf der Website. Es sind unheimlich viele. Ich glaube mittlerweile über 10. Ich habe so aufgehört zu zählen irgendwann. Wir haben hier diese Karte. Da kann jeder dann gucken, ob irgendwo in der Nähe vielleicht eine Gruppe ist. Aber man kann auch selber eine gründen. Also zum Beispiel Leipzig ist offensichtlich jetzt noch nicht so viel los. Genau, da ist noch so ein bisschen ein weißer Fleck. Jeder kann es machen. Also es gibt null Beitrittspflichten oder sonst irgendwas, außer natürlich, dass man sich für das Thema Software Craftsmanship interessieren sollte und irgendwie Lust daran haben sollte, das an andere weiterzugeben. Naja gut, und das ist halt eine Community, das heißt, ich kann das nicht als Werbeplattform für mein Unternehmen oder sowas benutzen. Natürlich nicht. Ich freue mich, dass wir das kurz gemeinsam vorstellen konnten. Wer daran interessiert ist, der sollte vielleicht auf der Website mal schauen. Da werden auch ganz viele Events angekündigt. Heute zum Beispiel, als wir das aufnehmen, findet ein Event in Dortmund statt und dann im Februar direkt das nächste. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele weitere Events es gibt, aber das scheint durchaus sehr aktiv zu sein. Genau, und ich würde mich freuen, wenn ganz viele, die sich mit Softwareentwicklung beschäftigen, dich und deine Kollegen kontaktieren und zu euren Veranstaltungen kommen. Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit. Cool.